Was bedeutet die Beschreibung erdig und sandig in Destillaten? Im Grunde genommen, die beiden Wörter beschreiben eh alles. Erdig, Erde, nur müssen wir differenzieren, ob das trockene oder feuchte Erde ist. Sandig müssen wir auch differenzieren. Ist es feuchter Sand oder ist es trockener Sand? Trockener Sand kann dann auch schon wieder in den Staub übergehen. Aber welche Beschreibungen stehen in Verbindung mit diesen Attributen? Einfach Gemüse, Wurzelgemüse, alles was in der Erde wächst. Wenn wir zum Beispiel Krähen hernehmen, wenn wir zum Beispiel Sellerie hernehmen, was auch immer, werden wir immer, so wie der Untergrund, erdige oder sandige Töne haben. Zum Beispiel bei einem Enzian werden wir in Verbindung immer sandige Töne haben. Was recht interessant ist, auch die blaue Weberagave, sprich Tequila in Mexiko, die blaue Weberagave ist kein Kaktus oder was auch immer, die Agave gehört botanisch gesehen zur Gruppe der Spargel und hat auch erdig sandige Töne. Die Aromatik kann eben genauso in diese Bereiche hineingehen, aber auf den Punkt gebracht, erdig, sandige Waldbodentöne, wie immer, können nur Früchte bzw. Gemüse bringen, die auch in diesem Boden wachsen. Als Amüsgöser wird ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.